Hallo, hier ist wieder die Ruth. Die Ruth, dein Coach für mehr Lebensqualität. Und du weißt, Kommunikation ist viel mehr als Reden. Und ganz besonders, wenn es um dich selber geht. Unser aller Leben scheint wie eine endlose Baustelle oder auf Audiopilot. Ich sehe das immer ein bisschen so wie diese Klebrolle. Wenn du nämlich die Kleider putzt damit, dann klebt alles noch viel mehr. Und wenn du jetzt noch was dazu wissen möchtest, dann bleib doch bitte dran. Ich genieße gerade die letzten Sonnenstrahlen dieses Sommers draußen und möchte dir näher bringen, was es eigentlich heißt. Wem gehören dann diese Gedanken eben? Warum kleben alle unsere Glaubenssätze so an uns? 99% alle unsere Gedanken, Gefühle, Emotionen, die gehören gar nicht uns. Ich versichere dir, ich habe vor ein paar Jahren dieses App von Dr. Dane Hare kennengelernt, Who Does This Belong To? Und es hat mir buchstäblich das Leben gerettet. Ich hatte so dieses Monkey Mind. Es hat sich immer alles wieder gedreht oder Hamsterrad, du kannst es nennen, wie du willst. Eben dieser Klebstoff hier. Immer wieder und immer wieder. Ich habe doch immer gedacht, irgendetwas muss doch an mir falsch sein. Es kann doch einfach nicht sein, dass es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Warum ist denn das so? Kennst du, oder? So diese ewigen Glaubenssätze, vielleicht weißt du, woher sie kommen, vielleicht weißt du es auch nicht. Bei gewissen Dingen hört man sie immer noch, ach, meine Mutter hat doch gesagt oder mein Vater hat gesagt. Und jetzt stelle ich dir ein Tool vor, was du wirklich nutzen kannst. Du kannst entweder das App runterladen, den Link tue ich nachher da unten reinstellen, oder du machst solche Post-it. Vor ein paar Jahren habe ich mir diese Dinge überall hingeklebt. Es stand am Kühlschrank, in der Küche, im Bad, am Spiegel, am Kleiderschrank, neben am Nachtkästchen, überall stand, who does this belong to? Und wenn du fragst, wem gehört das, und es fühlt sich leicht an, dann ist es wirklich nicht deins. Weil wenn du bist, dann fühlt es sich leicht an. Wenn du aber jemand sein willst, wer auch immer, dann drückt dich das so im Boden. Und du kennst auch das Lied, oder? Return to Sender. Und immer dann, wenn sich das leicht anfühlt, wenn du fragst, mach das die nächsten 3 Tage bei allem, was du tust. Who does this belong to? Und dann Return to Sender. Und ich versichere dir, es geht blitzartig, dass du alle deine Gedanken, die sich immer wieder drehen, weil es muss ja an dir irgendetwas falsch sein, sonst würde es ja nicht so laufen, dass das verschwindet. Es ist wirklich egal, was es ist. Gefühle, Emotionen, Gedanken. 99% haben wir irgendjemandem abgekauft. Das sind Energien, die nicht uns gehören. Und wenn du versuchst, ein Problem von jemand anderem zu lösen, das geht nicht. Du kannst nur deine eigenen Dinge tun. Also, das App tue ich nachher unten reinstellen, wie das heißt. Und jetzt frage dich, einen Moment, was ist richtig an mir, was ich noch nicht anerkannt habe? Und alles, was es nicht erlaubt, dass es diese Leichtigkeit eintrifft, möchtest du das zerstören und umkreieren? Ja? And a godzillion times, right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine, shorts, boys, and beyonds. Und bis zum nächsten kleinen Zettel, ja, who does this belong to? Tschüss, return to sender, egal woher es kommt, es hilft für 3 Tage. Das war wieder die Ruth, dein Coach für mehr Lebensqualität. Und bis bald.